Und damit hallo und herzlich willkommen zur der nächsten Brücke. Ein 20-Meter-Split. Wir haben 26.000 Budget und wir haben zwei verschiedene Ebenen, A und B. Und, gut. Zuerst muss B nach oben und A muss dann nach unten. Gut, die Reihenfolge ist jetzt ziemlich wichtig. Schauen wir mal, was wir haben. Wir haben unbegrenzte Mengen an eigentlich allem, bis auf die Hydraulik. Da haben wir nur einmal Hydraulik. Aber ich glaube, dass das kein Problem ist. Wir lassen einfach hier die Straße einmal hochfahren und dann senken wir einmal die Hydraulik ab. Und das kann der Bus kann dann einfach durchplumpsen. So stelle ich mir das ungefähr vor. Ja, zumindest fast. Kann man das vielleicht ein bisschen schöner machen? Okay, keine gute Idee, von der falschen Seite anzufangen. Merke ich gerade. Und das ist ebenfalls zu flach. Okay, ist dann egal. Hauptsache, wir kriegen es irgendwie hin. So. Ich denke, das passt. Hier würde ich dann einfach die Hydraulik absenken lassen. Dann fällt A einmal durch und dann passt das. Gut, wir haben unbegrenzt Stahl. Das ist schon mal wichtig. Dann können wir hier abstützen, hier abstützen. Können wir hier abstützen? Können wir nicht. Vielleicht machen wir das einfach mit Holz. Das dürfte günstiger werden. Hier abstützen, da kommen wir nicht hin. Wie viel Budget haben wir eigentlich? Wir haben 26.000 Budget. Das ist jetzt nicht allzu viel. Wenn ich mal das bemerken darf. So, wir sind jetzt auch schon quasi. Ja, wir sind jetzt über dem Budget. Das bedeutet, ein paar Teile werde ich wegnehmen. So. Ah, Moment, wir dürfen die Hydraulik nicht vergessen. Haben wir Kabel? Wir haben auch Kabel. Wenn wir Kabel haben, könnten wir doch theoretisch. Oder Moment, das mache ich mit Holz, das ist günstiger. Hier einmal ein Kabel, hier eine Hydraulik. Andersrum, auch wenn die Gefahr läuft, zusammenzubrechen dann. Hier kommt ein Split-Join rein. Und dann müssten wir jetzt hier mal irgendwie versuchen, nicht mehr over budget zu sein. So, let's try. Hier wird es wahrscheinlich Schwierigkeiten geben. Ah, der Bus wird wahrscheinlich durchknacken. Aber das mit dem Auto funktioniert schon mal. Boah, vielleicht klappt das sogar. Genau. Wunderbar, hat funktioniert. 102% maximale Belastung, weil ein bisschen was kaputt gegangen ist dabei. Aber wir sind unter dem Budget. Wir kratzen natürlich wieder dran, aber es hat funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Brücke. Wir haben diesmal einen neuen Rekord. Drei Ebenen. Und wir haben 84.000 Budget. Ich glaube, das ist mehr, als wir bis jetzt jemals hatten. Und dann schauen wir doch mal ganz schnell. Was haben wir denn hier? Ganz normale drei Ebenen. Keine Split-Joints werden benötigt, keine Hydraulik wird benötigt. Das bedeutet, wir ziehen jetzt munter hier unsere Straßen.
müssen danach alles stabilisieren und das dürfte aber eigentlich, glaube ich, ganz flott gehen. Denke ich jetzt mal. Aber es ist ja immer so, wenn ich denke, es dauert lange, dann dauert es kurz. Und wenn ich denke, es dauert kurz, dann dauert es lange. Und wahrscheinlich wird das Problem hier sein, dass wir drei Straßen gleichzeitig stabilisieren müssen, was ziemlich aufs Geld gehen dürfte. Aber so ein bisschen was können wir ja schon mal standardgemäß machen. Diese Teile der Brücke können wir schon mal so stabilisieren. Und was ich dann ebenfalls machen würde, wäre hier oben Stahlträger zu spannen. So, Stahl haut richtig ins Geld. Aber ich finde das jetzt einfach mal gerade wichtig. So. Oha, seht ihr, wie das ins Budget geht? Schon krass. So, ich würde es mir jetzt einfach mal gerne anschauen. Gut. Das Anschauen hat sich erledigt. Woran lag es denn jetzt eigentlich? Das ist ja die große Preisfrage. Hier wird hier stabilisiert. Hier oben wird hier stabilisiert. Die Teile sorgen für die notwendige Stabilität hier. Ich würde dann ja schon fast hier nochmal so irgendwie spannen. Das Problem ist halt, hier oben ist das leichteste Auto und unten ist das schwerste. Also muss auch unten am meisten ausgehalten werden. Vielleicht könnte man das noch über irgendwie eine solche Konstruktion hier lösen. Wie viel Budget haben wir noch? Na, nicht mehr allzu viel. Moment. So. So, jetzt sind wir schon über dem Budget. Aber ich will einfach mal gucken, ob das hält, okay? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, Moment. Also wir würden es so momentan schaffen. Allerdings gefällt es mir nicht, dass dass wir über dem Budget sind, das würde ich gerne irgendwie noch gelöst kriegen. Wir sind ganz schön viel über dem Budget. Wie könnte man es noch anders stabilisieren? Wir haben ja noch Kabel und Holz. Holz wird da nicht viel machen, aber die Kabel eventuell. Mit Kabeln könnte man, glaube ich, wirklich eine Menge noch machen. Was ist teurer? Stahl oder Kabel? Müssen wir mal glatt ausprobieren. Ich mache jetzt hier mal einen Stahlträger weg. Wir haben 91.826. 91.000. Moment, ich schreibe mir das sogar mal auf. Weil sonst vergesse ich die Zahl. 91.826. So, dann machen wir jetzt hier mal einen Stahlträger weg und spannen stattdessen mal ein Kabel.
Okay, jetzt haben wir 91.176. Es ist also tatsächlich günstiger, mit Kabeln zu arbeiten. Die Frage ist, wo machen Kabel Sinn? Ich lasse da mal ganz kurz noch den Stahlträger drin. Wo könnten wir mit Kabeln absichern? Oder sollen wir es einfach mit über dem Budget durchlaufen lassen? Wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Dann sind wir schon mal nicht mehr ganz so viel über dem Budget und jetzt ist die Frage, was könnten wir noch machen? So. Ne, Moment, das war das Falsche. Das hier wollte ich weghaben. Andererseits, man könnte es mal testen. Boah, sieht gar nicht so schlecht aus. Wunderbar, es funktioniert. Wir haben mal wieder am Budgetlimit gekratzt, aber wir haben es geschafft, nicht über dem Budget zu sein. Unsere Firma ist stolz auf uns und ja, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.